Was wurde eigentlich aus Gianluca Gaudino? Unser Pep Guardiola ging der Stern von Gaudino 2014 beim FC Bayern auf. Heute ist er vereinslos. Als Sohn von Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino wird ihm das Fußballspielen in die Wiege gelegt. Der Mittelfeldspieler geht mit 17 sein Bundesliga-Debüt, kurz darauf auch das in der Champions League. Die Bayern statten ihn mit einem Profivertrag aus. Alles scheint angerichtet für eine große Karriere, doch Gaudinos Höhenflug ist nur von kurzer Dauer. Seinem Debüt folgen nur 7 weitere Einsätze im Oberhaus. Zu stark ist die Konkurrenz im Bayern-Mittelfeld. Es folgt eine Leihe zu St. Gallen, wo er 33 Ligaspiele macht. 2017 wechselt er zu Chievo Verona, findet sich dort aber nicht zurecht, ist im Anschluss sogar ein halbes Jahr vereinslos. In der Schweiz kann er wieder Fuß fassen, feiert mit Young Boys Bern 3 Schweizer Meisterschaften. Nach kurzen Stationen in Sandhausen und Altach wechselt er im Juli 2022 zu Lausanne-Spor in die zweithöchste Schweizer Spielklasse. Doch trotz regelmäßiger Einsätze in Lausannes Aufstiegssaison verlängert der Verein seinen Vertrag nicht. Der mittlerweile 26-jährige Gaudino sucht aktuell einen neuen Arbeitgeber.